Hallo, Curseplay ist in der Version 6.0 Beta jetzt für den LS19 verfügbar. In diesem kurzen Tutorial zeige ich euch, wie ihr das in euer LS19 bekommt. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, der führt zu Forbidden Mods. Da kommt ihr nämlich hier direkt raus und dort klickt ihr dann einmal auf Herunterladen externer Download. Wenn ihr das getan habt, werdet ihr auf GitHub weitergeleitet. Das ist eine Seite, die vielleicht im ersten Moment ziemlich unübersichtlich wirkt. Ihr scrollt nach ganz oben, bis ihr dieses Clone or Download findet. Da klickt ihr drauf und klickt hier auf Download Zip. Dann wird euch curseplay-master.zip angezeigt. Diese speichert ihr in euren LS19 Mod-Ordner. Wenn ihr dies getan habt, geht ihr dementsprechend in euer LS19 Mod-Ordner mit rein. Das ist wie jetzt hier in meinem Fall, dieser PC-Dokumente, My Games Farming Simulator 19, und dann geht ihr hier auf Mods. So, nun habt ihr hier diese curseplay-master.zip. Diese entpackt ihr mit WinRAR oder 7-Zip, was ihr eben auch immer habt. WinRAR ist das einfachste. Klickt auf hier Entpacken und habt diesen curseplay-master-Ordner. Den könnt ihr wegschmeißen. Ihr geht rein und dort findet ihr sämtliche Dateien. Jetzt macht ihr folgendes, drückt die linke Steuerungstaste und A, dass ihr alles markiert. Macht Rechtsklick, zum Archiv hinzufügen und nennt das Ganze wie folgt. FS19-CurseplayPlay6 und schaltet hier im Archivformat auf ZIP. Dann drückt ihr auf OK, babam, habt ihr diese Datei. Diese wiederum mit Steuerung C kopieren, wieder aus dem Ordner rausgehen, wieder hier in den Ordner reinfügen, das Ding wegschmeißen. Was ihr jetzt noch tun müsst, ist in euer Steam zu gehen, den Farming Simulator zu starten. Jetzt habt ihr erstmal ein kurzes Schwarzbild meinerseits. Und schon könnt ihr hier zum Beispiel in diesen Speicherstand und habt hier CursePlay 6 anklicken und Spaß haben. Für eine detailliertere CursePlay-Erklärung wird dann später irgendwann noch ein Video auf Kornhub kommen, beziehungsweise andere kennen sich damit besser aus wie ich, deswegen nur dieses Tutorial, wie ihr CursePlay reinbekommt. Sollte eure Map nicht laden, ne, wenn ihr CursePlay aktiviert habt, kann es sein, dass es Kollision mit anderen Mods gibt. Da müsst ihr dann testen, welcher Mod verursacht das und schmeißt ihn dann dementsprechend raus. Das sollte es gewesen sein von meiner Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich wünsche euch einen angenehmen Sonntag. Macht keinen Blödsinn und schaut gerne mal bei Kornhub vorbei. Da gibt es viele neue Mod-Vorstellungen. Bis dann, haut rein. Peace and out.